In diesem kleinen Video sehen wir uns eine Option in den Systemeinstellungen an, die Auswirkungen auf das Verhalten in der Kasse hat. Unter Administration und Systemeinstellungen finden wir in der Karteikarte Verkauf Leistungsmerkmale. Dort finden wir die Option Gleiche Artikel und gleiche Preise zusammenfassen. Diese Option wollen wir uns anschauen. So, das bedeutet, wir verkaufen, ich habe jetzt schon mal vorbereitet, hier einfach verschiedene Hosen. Okay? Wir haben hier eine Damenhose, Eleganz. So, wenn ich da drauf klicke, dieser Artikel hat die Artikelnummer 3. Schaue ich mir nun, nicht hier, das heißt bei Info schaue ich mir das kurz an. Und ich sehe, dass dieser Artikel hier die Artikel 3 ist. Okay, diese Damenhose, Eleganz. Soweit so gut. Nimmt der Kunde nun 2 und ich klicke drauf, dann wird dieser Artikel zusammengefasst. Okay. Verkaufe ich nun einen anderen Artikel, der vielleicht genauso heißt, dann sagt Babi, dass du bist ja ein anderer Artikel, weil die Artikelnummer hier unterschiedlich ist und fügt diesen Artikel dann erneut ein. Wenn wir diese Option nicht aktiviert haben, hier gehe ich nun wieder in die Systemeinstellungen, Verkauf, Leistungsmerkmale und sage hier gleiche Artikel und gleiche Preise zusammenfassen. Ich nehme das Häkchen heraus und ich lösche jetzt mal das hier raus und klicke auf Damenhose Eleganz und ich klicke nochmal auf Damenhose Eleganz. Sie sehen, was passiert. Das heißt, der Artikel wird nicht zusammengefasst. Dies kann jeder einstellen, wie er will. Es gibt viele von Ihnen, die sagen, nee, wenn es der gleiche Artikel ist, dann fasse ich den auch zusammen. Es gibt aber auch viele unter Ihnen, die sagen, nee, ich will das jede Position einzeln aufgelistet haben. Mit dieser Einstellung in der Systemsteuerung sind Sie hier absolut flexibel und können das so einstellen, wie es Ihnen angenehm ist oder wie Sie es gerne hätten.